Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und es gibt Neuigkeiten zu Star Wars Battlefront 2 und nicht nur zu Star Wars Battlefront 2, denn es wurde ebenfalls auch noch ein Lego Star Wars Spiel angekündigt. Das hat nämlich Dennis Wood auf der Star Wars Celebration noch gesagt und ich denke mal, das interessiert ebenfalls viele. Was genau bei diesem Star Wars Spiel denn überhaupt passieren wird oder worum es geht, ist noch nicht klar, aber man könnte sich natürlich gut vorstellen, dass es sich um Star Wars Episode 9 handelt. Was denkt ihr? Schreibt's gern in die Kommentare. Well, 2019 is crazy insane. I can't believe so many things we're doing right now. I mean, we've got Resistance going, Clone Wars going, we've got Mandalorian happening, of course Episode 9 happening, there's a Lego Star Wars game we're working on, but just... Doch natürlich gibt es auch ein paar Neuigkeiten zu Star Wars Battlefront 2 und zwar scheint es so, als würden wir Kashyyyk als nächste Map in Capital Supremacy, also bei totale Vorherrschaft, im Spiel bekommen. Und das Ganze würde dann ja am 24.04. schon ins Spiel kommen. Würdet ihr euch freuen über diese Map in dem Spielmodus, ja oder nein? Und was stellt ihr euch für ein Szenario vor? Ist es einfach die Galactic Assault Map ein bisschen umgebaut oder doch was ganz anderes? Schreibt's gerne in die Kommentare. Dann wurde ebenfalls noch einmal bestätigt, dass sie dieses Update sehr viel an Bugfixes arbeiten. Also sehr viele versuchen, sehr viele Bugs rauszukriegen aus dem Spiel. Und es relativ wenig an Neuigkeiten ansonsten zu berichten gibt. Also großartige, lange, viele Community-Transmissions wird es diesen Monat wahrscheinlich nicht geben. Und dann haben wir nochmal einen ganz dezenten Hinweis bekommen. Und zwar wurde ja Sonntagnacht der neue Star Wars The Clone Wars Trailer gezeigt. Und bei uns war das halt wirklich sehr spät in der Nacht. Und daraufhin, auch nach diesem Release dieses Trailers, hat der Dennis Brandwall geschrieben, ich denke, wir haben jetzt noch einiges mehr zu tun. Und mit dieser Aussage, die er da getroffen hat, denke ich mal, dass es eigentlich ein ziemlich eindeutiger Hinweis ist von wegen, ey, jetzt wurde hier Clone Wars gezeigt, jetzt wurde hier der neue Trailer gezeigt und jetzt müssen wir natürlich diesen ganzen Stuff auch in irgendeiner Form in Battlefront 2 reinbringen. Zumindest hoffe ich das, dass er das wirklich damit gemeint hat, aber mit dem Timing, es würde perfekt passen und mit seiner Aussage, die doch meistens so ein bisschen spekulativ sind und so, die dürfen ja noch nicht alles verraten, ne? Man kennt das ja. Fände ich natürlich cool. Es gibt ja auch einige Leaks schon, dass Ahsoka und Ventress in irgendeiner Form kommen werden. Wäre richtig, richtig cool. Vielleicht heißt es natürlich auch nur, dass irgendwelche Skins oder sowas in der Form ins Spiel kommen würden, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass irgendwas Cooles zu Star Wars The Clone Wars, dieser vermeintlichen, in Klammern, 7. Staffel, dann kommen wird. Und zum Schluss haben wir jetzt nochmal ein sehr interessantes bzw. auch sehr erfreuliches Ereignis. Und zwar wurde bestätigt, dass das Spiel momentan eine Spielerschaft hat wieder, die so hoch war wie seit dem Release nicht mehr. Das heißt, im Release-Monat hatte man eine Spielerschaft von so und so vielen Spielern und die momentane Spielerschaft von Star Wars Battlefront 2 hat diesen Stand tatsächlich wieder erreicht. Es wurde auch geschrieben, dass wir hoffen natürlich, dass wir noch weiterhin eine steigende Zahl haben werden und dass somit dann das Spiel immer mehr monatliche Spieler dann auch verzeichnen kann. Wäre natürlich super cool, aber das Spiel scheint anscheinend im Moment auf jeden Fall gut zu laufen. Hat natürlich auch viel mit dem ganzen Star Wars Hype zu tun, denke ich mal. Und damit war es es eigentlich auch schon wieder mit diesen kleinen Neuigkeiten. Schreibt mal gerne eure Meinung zu den verschiedenen Themen in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so da mitzuteilen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.